Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir spielen gegen Bernhard Tulle. In einem Jahr werde ich Hortensia und meine Kumpel mit Erzählungen von diesem Abend unterhalten. Ah, spielen wir. Auf jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht, was er spielt, aber was ich auf jeden Fall rausnehmen werde, ist Einhorn des Kommandanten. Und Dichter Nebel nehmen wir auch raus. Ich meine, wir haben einmal Dichter Nebel über unsere Anführerkarte, das muss reichen. Von daher würde ich mal sagen, gut. Ich beginne. Schmeißen wir einen davon raus. Ja, okay, damit kann ich leben, damit kann ich leben. Komm, das war auch eh keiner. Nice, dafür haben wir Yennefer bekommen. Das war ein schöner Zug. Setzen wir doch erstmal unseren Spion. Dafür haben wir zwei weitere Spione bekommen. Oh, er hat auch einen. Das ist ja interessant. Okay, dann pumpen wir ihn mal voll mit Spionen. Bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Mein Gegner passt. Aha. Ob das jetzt wirklich sinnvoll war? Nun gut, das sei mal dahingestellt. Machen wir das einfach so, fertig. Haben wir auch gewonnen. Sogar relativ günstig. Ich meine, gut, wir sind eine Karte im Rückstand. Aber wir haben auch schon eine Partie gewonnen. Und wir kriegen noch eine zusätzliche Karte. Jut, dann würde ich mal sagen, wir fangen mit den blauen Streifen an. Darauf kommt bei ihm eine Balliste. Okay, noch sind wir im Vorteil. Ziehen wir uns mal. Ja, ist die Frage, wollen wir jetzt tatsächlich einen Spion platzieren auf dem Gegner, auf der Gegnerseite? Ja, ich meine, wir haben immer noch ein Horn. Dann können wir uns besser nochmal zwei Karten zusätzlich leisten. Sehr nice, sehr nice. Philippa Eilhardt setzt sie. Setzt er. Ist natürlich ein Mann. Okay, dann spielen wir darauf mal den hier. Wen zieht er sich zurück? Ah, okay. Das war mir irgendwie klar. Gut. Das war böse. Warum tust du sowas? Das tut doch weh. Aber ich meine, du kannst jetzt immer noch aufgeben und so, ne? Cyrilla. Huiuiuiuiui. Ein 15er Charakter, das ist ja interessant. Verstärken wir ihn mal. Okay, da kommen nochmal 12 und nochmal 10 drauf. Oh, Kacke. 115. Ist das dein Ernst? Mal gucken, was er macht. Natürlich, er zieht noch eine Legendary. Doch nicht. Okay, er bringt uns aber schon mal wieder
ins Spiel dadurch. Kriegt aber noch zwei zusätzliche Karten. Also es muss jetzt diese Runde entschieden werden, tatsächlich. Sonst habe ich echt schlechte Karten. Da komme ich nicht dran. Okay. Das muss ja schon was ziemlich Doofes machen. Okay. Das hat sich, glaube ich, für uns erledigt an der Stelle. Was? Ja, können wir aufgeben. Natürlich, er kriegt noch eine Karte dazu. Oh mein Gott. Alter, knallt er da eine Legendäre nach der anderen raus. Yay. Ich hab verloren. Ich bin begeistert. So ein Mist aber auch. Na, wer hätte das gedacht? Wundervoll. Für mich ist das Turnier vorbei, fürchte ich. Ja, gut. So. Dann reden wir also mit Sascha auf dem Balkon. Okay. Allein. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Subtil natürlich, ohne die anderen zu stören. Das ist nicht der Vorschlag, mit dem ich gerechnet hätte. Du wirkst nicht wie eine... Diebin? Stimmt, das ist nicht mein Beruf. Darum könnte ich ja Hilfe gebrauchen. Okay. Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau. Ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Fringilla Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Beauclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig. Solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Nehmen wir an, ich helfe dir. Nehmen wir an, ich helfe dir. Dann teile ich das Geld natürlich mit dir. Wie lautet der Plan? Zunächst musst du bis zum Turnierende bleiben. Den Rest erzähle ich dir, wenn es soweit ist. Klingt reichlich mysteriös, aber gut. Wunderbar, das wäre geklärt. Lass uns zu den anderen zurückgehen. Meinen Glückwunsch. Ein superbes Spiel. Hast du mit dem Sieg gerechnet, Madame? Ja, ich hatte ein gutes Gefühl beim Turnier. Diebstahl! Das Geld ist weg! Die Wache wurde erstochen! Was? Wie ist das möglich? Niemand hat das Geld von hier entfernt. Wer ging, wurde durchsucht. Wir müssen das Gebäude durchkämmen. Jeder, der aufbricht, muss sich durchsuchen lassen. Okay. Bevor du fragst, ich weiß nicht. Dachte ich mir. Du hast mir deine Hilfe zugesagt. Lass uns gemeinsam versuchen, das Geld zu finden. Alles klar. Einverstanden. Wo fangen wir an? Wir müssen nach oben. Warte.
Hör mal, dieser Hexer ist ein guter Freund von Hauptmann Hansen. Er könnte den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Es wäre gar nicht teuer. Gegen Bezahlung, aber... Er holt es sich natürlich vom Hauptmann persönlich ab. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Schon verheilt? Tja, soweit ich weiß, schon. Famos. Wir gehen sofort nach oben. Natürlich. Wir folgen der Wache auf den Fuß. Und schauen uns natürlich an, was mit dem Geld passiert ist. Wenn du den Hauptmann siehst, Herrin, wäre ich dir dankbar, wenn du erwähnen könntest. Das ist alles, guter Mann. Du kannst gehen. Der Hexer braucht absolute Ruhe bei der Arbeit. Sicher. So, so. Das lief gut. Kennst du den Hauptmann wirklich? Ja, ein grässlicher Kerl. Komm jetzt an die Arbeit. Uiuiuiuiui. Den haben sie aber echt zerlegt. Die Schläge kamen aus einem seltsamen Winkel, aber professionell und präzise. Okay. Jemand hat was Schweres über die Terrasse gezogen. Okay. Aber was zu finden ist hier nicht, oder? Gibt's dahinter vielleicht was? Zu sehen? Nein, auch nicht. Okay. Das war eigentlich nicht der Plan. Okay. Also irgendwie weiß ich nicht. Meine Hexersinne sagen mir irgendwie nichts. Es wurde irgendwas Schweres hier hingeschleift. Ah, da. Armbrustbolzen. Eine Schnur dran. Die wurde eindeutig durchgeschnitten. Der Dieb könnte sie benutzt haben, um den Geldsack runterzulassen. Dann hat wohl ein Komplize den Sack unten angenommen. Da unten ist etwas, aber ich erkenne es nicht. Okay. Es muss einer der Spieler gewesen sein. Hat das Geld an der Schnur runtergelassen und ist dann an den Wachen vorbeigeschlendert. Das war gut vorbereitet. Meinst du, du findest den Missetäter? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst auf der Straße umsehen. Oh ja, das werden wir tun. Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal hinter das Gebäude. Und schauen uns mal da um. Hier wurde der Geldsack runtergelassen. Aha. Genau wie die, die am Bolzen war. Ich muss mich umsehen. Woher kommt der Geruch? Zimt. Seltsam. Ich rieche nichts. Geruch nach Zimt. So, so. An die Seite. Die haben Witcher bei der Arbeit nicht auf den Sack.
Aha. Interessant. Eile mit Weile. Der Täter hat diese Kiste verloren. Sie muss vom Wagen gefallen sein. Ist denn sicher, dass sie dem Dieb gehört hat? Da liegt eine Armbrust unter den Paketen. Da möchte man fast scherzen, dass kein Rosmarin ohne... Du solltest dem Impuls widerstehen. Das Gildenzeichen kenne ich doch. Eine Handelsgesellschaft. Sie importiert Gewürze aus Serikanien. An den Docks hat sie ein Lagerhaus. Das nördlichste auf dieser Seite des Hafens. Treffen wir uns dort? Klingt gut. Gut, gut. Dann werden wir doch mal dahin laufen und uns da mal umsehen. Denn ich möchte schließlich die 9000 Novigrader Kronen haben. Ich habe große Angst. Komme ich hier irgendwie schneller runter als einmal außen rumlaufen? Vermutlich nicht ohne zu sterben. Au. Okay, Moment. Wir müssen unseren Charakter mal eben entwickeln. Die Frage ist natürlich, in was investieren wir weiter Punkte? Am besten einfach hier rein. Ja, bitte. Wundervoll. Mehr Adrenalin für uns. Und ich würde schon fast sagen, wir skippen mal ein bisschen Zeit, auf das es wieder morgen... Wieso kann ich das jetzt nicht tun? So, weil ich auf dem Dach bin oder was? Ja, du mich auch. Wunderbar. Na, guck mal, das ging doch. So, jetzt kann ich doch bestimmt meditieren. Yay! Guten Tag, nicht? Wunderbar. Dann hören wir uns doch erstmal eine Schwalbe für zwischendurch. Und dann gehen wir mal Sascha am Lagerhaus suchen. Um mal zu schauen, was die nette Dame denn dort so treibt. Beziehungsweise, was wir denn da aus dem Lagerhaus alles rausholen können. Und ich hoffe doch, dass die 9000 Florin da drin sind. Ich meine, das musste ich mir schwer erfarmen, das ganze Zeug. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir da jetzt nichts von bekämen. Naja, wir werden mal schauen, was Sascha hier so sagt. Guten Tag, die Dame. Sechs sind drin. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Zum Beispiel die Tür eintreten. Das gibt's ne Flut. Abgeschlossen, so. Verschlossen, Okay. Abgeschlossen. Lass mich raten, auch verschlossen. Okay, wir müssen da irgendwie hochkommen. Hier ist der Wagen. Riechst du jetzt den Zimt? Aha, ich hatte recht mit dem Lagerhaus. Das da vorne, das sieht doch so aus, als könnte man noch hochklettern. Geh voran. Interessant. Hundertpro ist das der Typ, der das Turnier ausgerichtet hat. Guten Tag, die Leute. Welche ist Hortensia? Die Große. Schluss mit der Maskerade, Tulle. Gib uns das Geld. Maskerade? Ha, nett ausgedrückt. Ich hab dich von Anfang an beobachtet, Süße. Allerdings hätte ich gedacht, dass du mir alleine folgst. Hast du ihm schon gesagt, wer du bist? Nein?
Er würde es sicher liebend gerne hören. Na los, sag's ihm. Sonst bricht Hortensia dir die Finger. Worum geht es hier? Um Madame Sascha, die voll reingefallen ist auf den Quatsch von meiner Pilzzucht, als sie wachsamer hätte sein sollen. Also, willst du ihm sagen, für wen du spionierst, oder willst du es lieber rausschreien? Loslassen. Zurück. Los, einer hält ihn fest, aber so, dass er einen guten Blick hat. So, so, ihr wollt es also wirklich wissen. Huiuiuiui. Nice. Sehr schön. Puh, gute Arbeit. Ich hatte ihn gar nicht verdächtigt. Er hingegen hat mich wohl schon lange im Auge. Halblinge können unberechenbar sein. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Jetzt wird das Geld geteilt. Es ist dein. Du hast das Turnier gewonnen. Aber du hast mir geholfen, meinen Preis wiederzukriegen. Wir machen halbe-halbe. Vielen Dank. Weißt du was? Lass uns im Eisvogel essen. Ich lade dich ein. Um meinen letzten Tag in Novigrad zu feiern. So, so. Sehr gerne. Das ist doch mal ein guter Plan. Auch wenn wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt sind, hoffe ich doch, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und ich bin sofort wieder da, nachdem wir den Ladebildschirm beendet haben. Also ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein.